hat einen schweren Einsatz ausgeschaut. Wie ist die Piste beieinander? Wie eine Autobahn. Ja. Jetzt sag, was du gerade vorher gesagt hast. Zielmoderator. Ich sag, es hat sich ausgezahlt, die Bundeshauptstadt zu verlassen, um ein bisschen frische Luft zu atmen und dann 10 Schwünge erfolgreich herunterzubringen. Aber ich würde vorschlagen, du kannst noch mal raufziehen, weil du bist ja gewohnt jetzt ziehen, oder? Ja, ich bin gewohnt ziehen. Ich komme eh vor wie ein Schlittenhund mein ganzes Leben jetzt, ja. Leider gegeneinander gecrashed, aber soweit schaut es mir gut aus. Wir haben eine irre spannende Dene-Team-Challenge hinter uns. Die Spannung ist ja, dass eigentlich die Sportler immer ein bisschen ehrgeizig sind und die Promis aber Murz Gaudi dabei haben. Ja, das ist richtig, weil man sieht es zwar immer, also wir haben ja gesagt, der Spaß steht im Vordergrund, aber als Sportler hat man das ein bisschen im Blut. Da steht man oben und dann denkt man, wie doch schnell sein. Aber wir haben alle einen Spaß gehabt und das war die Hauptsache und es ist alles gut rausgegangen, trotz des Unfalls mit dem Feiti. Aber wir haben bisher einen netten Abend gehabt und das wird dann nur so weitergehen. Dein Resümee dazu ist durchwegs positiv. Absolut. Also wir haben ein bisschen geschwitzt mit dem Wetter und es waren nur einige Absagen, aber wir haben eigentlich alle 32 super auffüllen können, haben sehr nette und gute Leute da gehabt und von dem her war es ein großer Erfolg für uns. Spannender Event für dich? Sehr spannend, sehr vielseitig. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns steigern, vom Vorjahr aufs Heuere und es ist uns gelungen. Also es war wirklich super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mich ja unglaublich, wahnsinnig, grandioses, spannendes Rennen. Wie ist der Gang? Ja, ich habe das genussvoll von Runden beobachtet. Natürlich die zwei, also den Crash und den Fast-Crash im Finale, die Spannung noch mehr auftrieben und von dem her Gott sei Dank unverletzt geblieben und war ein lässiges Rennen. Und wir gehen das jetzt entsprechend feiern, oder? Ja, ich glaube, dass schon recht eine gute Stimmung ist, recht gemütlich und es hat eigentlich keiner mehr wichtige Rennen vor sich, es hat ja jeder seine Saison abgeschlossen und von dem her steht dann schön oben nichts mehr im Weg. Und du Resümee zu der wahnsinnig spannenden Veranstaltung? Verletzungsfrei, Ziel erreicht, wir wollten relativ schnell in die Hütte kommen und ja, wie gesagt, in unserer Gruppe Gott sei Dank verletzungsfrei. Ja, und ihr wart auch sehr erfolgreich. Da waren wir das. Naja gut, wir sind alle ohne Sturz ins Ziel gekommen. Wenn man das anschaut, da gibt es andere Gruppen oder Teams, die es nicht geschafft haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim letzten Lauf, also mit unserer Gesamtzeit, hätten wir sicherlich das Finale gewonnen. Nadja und Ingrid, ihr seid das jüngste österreichische Rallye-Damen-Team. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja, es ist so, das letzte österreichische Rallye-Damen-Team hat es früher die 80er gegeben. Und seitdem hat es nie wieder wer probiert. Ist halt auch sehr schwierig. Sponsoren braucht man viel Geld. Und ja, wir haben gesagt, wir probieren es jetzt knapp 25 Jahre später wieder. Die Karte, meine Co-Pilotin ist 22, ich bin 27, bin die Fahrerin und wir probieren es heuer. Also wir sind auf der Suche nach Sponsoren und versuchen das heuer noch hinzukriegen. Genau, Ende April ist eigentlich dann schon die erste Rallye. Wir werden euch ganz fest die Daumen halten. Dankeschön.